Ladies and Germany, herzlichst willkommen heute hier zu den allerletzten Folgen Fake Love, Make Love. Hab ich's jetzt schon wieder falsch gesagt, meine Güte? Bist du dumm? Make Love, Fake Love, wieso sage ich das immer falsch? Ich weiß es nicht, aber wir hatten hier bislang auf Folge 1 bis 9 reagiert, dann habe ich aufgehört und es haben sich sehr viele eine Fortsetzung gewünscht. Da sind wir doch dabei. Die biete ich euch heute, also quasi Folge 10 bis zum Grand Finale. Also hier wird heute auch alles aufgeklärt. Wer gewinnt etc. pp. Wer hat eine Freundin, wer hat keine Freundin? Wie wird das mit Max ausgehen? Mit Max und Luisa, der hat ja eine Freundin, das wissen wir. Oh. Ist aber Casanova... Stopp. Nicht Casanova, der größte Jigu von allen, ja? Was geht, Baby? Wo wir stehen geblieben waren, ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Irgendwie geht die Kamera ein bisschen nach... in die eine Richtung. Ich glaube, so passt's. Nee. Ja. Wo wir stehen geblieben waren, ist halt schwer zu sagen. Wir haben Folge 1 bis 9 gemacht. Ich würde behaupten, es war ja noch der Schwager von Yelis da, hat seine Einschätzung abgegeben und das ist Status Quo. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen will, tut das aber bitte auf, also die Folgen, sehr ein paar mehr, auf RTL Plus. Und hier zu abonnieren ist ein absolutes Muss, deswegen mach das mal. Ich glaube, die Kamera lebt. Die hat sich umgedreht. Jetzt sieht sie wieder so aus, hätte den links dran. Scheiß drauf. No risk, no fun. Es tut mir leid. Nee, jetzt komm, wir starten rein, oder was? Wohin? Wollte ich mal was fragen. Was? Ob du heute bei mir schlafen möchtest? Ja. Ja. Okay, ich hab den Schlüssel in meiner Brust. In meiner Brust. Hast du ein Skalpell dabei? Wir lassen es einfach so im Raum stehen. Ja, es ist jetzt hier Abend. Die hatten auch eine kleine Feierei. Ich glaube, so Maskenball oder sowas. War ganz schön. Und Yannick kriegt heute das Übernachtungsdate. Sehr gut. Das ging aber schnell. Gute Strategie. Ich wollte einfach gucken, wie es sich anfühlt, wenn ich mit Yannick bin. Ob es sich vielleicht besser anfühlt als mit Max oder schlechter anfühlt. Ja. Ja, die hatte nämlich davor die Nacht noch mit Max verbracht, ne? Schön. Schönes Gefühl. Naja, für die zwei, für jedes sowieso. Frauen müssen eine geile Zeit haben, Frauen müssen Spaß haben und Frauen müssen ihr Leben genießen, genau wie Männer es tun. Punkt aus Ende. Denkst du, du hast Schlüssel bekommen? Oh, kann gut sein. Also ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass er den Schlüssel bekommen hat. Der kleine Schlawiner, der kleine Rabauke. Ich hab noch ihren Labello. Ihr Labello? Ey, Max. Bruder, du wirst gar nicht wissen, was die Frauen zu mir gesagt haben. Bitte sag mir es. Ich sag nicht. Bitte, du musst mir das sagen. Das sag ich nicht. Warum? Also, das, du musst mir das sagen. Bruder, ich sag das nicht. Mich juckt das nicht. Aber das ist gut, Mann. Ich gönn dir das doch. Du weißt das doch selber. Sag doch grad, ey, Bruder, ich schwör auf alles. Ich werd dich wecken, ne, mitten in der Nacht. Ich kann nicht schlafen sonst. Der muss sagen, wir müssen das doch wissen. Es gibt doch nichts Mieseres, als wenn eine Person zu dir kommt und sagt, wenn du wüsstest, bla 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 bla. Nee, sag ich dir nicht. Also, das ist doch ein absolutes Verbot, das deutschlandweit gilt. Das machst du nicht mit den Menschen. Ich glaube, das gilt sogar weltweit. Wenn, dann halt doch einfach die Fresse. Wo komm ich nicht so? Ist so. Ich kann dir nicht erzählen, Bruder. Wie, du kannst mir das nicht erzählen? Nee, geht nicht. Warum? Geht nicht, weil... Ich meine, dass es im Fernsehen später ausgestrahlt wird, das ist noch okay, aber dir kann ich das jetzt nicht sagen. So, das Ding ist, weißt du, was ich mir gesagt habe? Digga, du musst die Schnauze halten, sonst erzähle ich dir nicht. Okay, ich schwöre auf meine Mutter, ich werde das kennen. Oh. Ich will dich in dir spüren. Alles klar. Alles klar, die Szene habe ich dann wohl rausgeschnitten. Also gibt's hier einen toten Winkel? Aufregung jedes Mal, sehr, sehr spannend. Hat sie einfach so rausgehauen. Schon krank, oder? Aber das hat die doch jetzt eigentlich gar nicht gesagt. Die hat doch gesagt, es wäre schön, wenn man jetzt vielleicht eine Runde... Aber diese genauen Worte, die hat sie nicht gesagt. Soll ich mal sagen? Ja? Ab diesem Satz, ne, hätte ich mich selber nicht mehr kontrollieren können. Das glaube ich dem aber. Sowas von! Wie die Primaten. Ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas ist ja gelaufen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es so weit war. Deswegen bin ich umso mehr gereizt, gerade in diesen Raum reinzugehen und mit dir deine Nacht zu verbringen. Als ob du da auch so weit gehen dürftest. Ich bitte dich. Und wie geil war eigentlich schon wieder die Bauchbinde? Kann Antäuscher nicht leiden. Period. Komm, lass mal runtergehen. Boah, ich kann gerade nicht aufstehen. Ja. Was? Warum? Weil der eine Latte hat? Oder was? Jetzt nur von dieser Vorstellung? Wow! Was ich darf, das war's. Bruder, das Ding ist, ich muss Yannick im Auge behalten. Was? Ich muss hier ein paar Leute im Auge behalten. Ja, aber ich weiß nicht, ob er wirklich Yannick im Auge behalten sollte oder doch den Fabio. Guckt mal. Fabio. Fabio. Du musst ins Bett. Du bist hier eingeschlafen, Bruder.
Ich trag dich mit, komm. Soll ich dir was sagen? Was denn? Du brauchst mich nicht tragen, mein Freund. Ich habe ganz andere Sachen erlebt, immer leer. Wie geil die Maske dann noch auf 7:30 hängt. Und wie süß Yannick den da weckt und sagt, komm, ich bring dich ins Bett, Alter. Yannick ist einfach eine süße Zuckermaus. Ja, okay, dann komm. Du bist da eingeschlafen, Bruder. Natürlich schlafe ich ein. Ich bin der Einzige, der Welle macht. Ja, der kann schon gut Welle machen, der Fabio. Viel habt ihr von dem noch nicht mitbekommen. Weil wir mussten ja kürzen. In einem Video haben wir Folge 1 bis 9 gemacht. Ich bitte euch. Aber dieses Mal sind es ja nur 3 Folgen. Deswegen hoffe ich, kann ich euch auch endlich noch mal mehr von Fabio, Entschuldigung, der Legende Fabio zeigen. Wir gehen jetzt Zähne putzen, komm. Komm, Bruder, ich zieh dich aus, okay? Danke, gerne. Sind die süß? Jetzt kümmern die sich doch komplett um den. Denkt man das gar nicht, oder? Dass ich so ein Süßi bin. Hey. Oder du hast richtig tief geschlafen, gell? Meiner Freundin bin ich oft bei ihr eingeschlafen und dann hat sie gesagt. Bei wem? Alles klar, Fabio, da hast du dich wohl kurzzeitig verraten. Bruder, nimm das mal ganz schnell zurück, kurz. Was? Ja, meine Ex-Freundin. Oh Mann. Aber man hatte die ganze Zeit schon vermutet, dass deine Freundin hatten. Deswegen überrascht bin ich jetzt gar nicht so doll. Aber geil. Was ist los, Mann? Naja, was geht ab jetzt hier? Der haut los, dass deine Freundin hat. Aber ich glaube, das liegt erst eher daran, dass er halt 10 Jahre in einer Beziehung war und es halt nicht einfach ist, ein Jahrzehnt einfach so zu vergessen. Das kann natürlich auch sein. Bei dem bin ich so unsicher, ne? Manchmal finde ich ihn, also eigentlich finde ich ihn sehr lustig. Aber dann denke ich an diese Situation, wo die da diesen einen am Tisch so angemobbt haben. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und der war direkt auf Agromaniac 500. Grenzwertig, meiner Meinung nach. Hey, Jungs, gar keine Frage. Kleine Frage. Eine Frage. Denkt ihr, meine Badehose geht noch höher unter die Arme? Haben wir eigentlich schon alle gemeinschaftlich heute Abend gute Nacht gesagt zu Jelis? Nein. Gute Nacht, Fabio. Nein, zu Jelis. Wo ist denn dieses Schiff? Komm her. Gute Nacht. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ich muss euch das zeigen, ich find's einfach lustig. So, und Yannick hat ja heute die Chance, bei Jelis zu schlafen. Und verteilt er jetzt erstmal eine wunderschöne Massage. Na, hallo. Hallo. Soll ich jetzt schon? Ja, das kannst du aufmachen. Was machst du für Gedanken, Max? Ja? Was machst du für Gedanken? Überleg mal, Bruder. Das ist ein kleiner Schmalmops, der Max. Das heißt? Ja, Bruder, ich weiß nicht. Teil deine Gedanken, Bruder. Das Ding ist, Bruder, kein Bock auf zweite Wahl, ja? Ja, also ich verstehe natürlich. Aber Bruder, du hast eine Freundin. Also beruhig dich aber mal ganz schnell wieder. Es ist nicht so ein schönes Gefühl, wenn du halt die ganze Zeit ein bisschen redest miteinander, so ein bisschen flirtest und dann bist du doch wieder so richtig abgeschoben. So. Das ist echt nicht cool. Das sagt der Luisa so. Alles klar, Bruder. Halt einfach dein Maul. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man sich geborgen bei einem Menschen fühlt und sich öffnen kann, wenn man seine Gefühle nicht verstecken muss. Aber in dieser Situation ist es halt schwierig, weil ich halt für mehrere Männer was empfinde. Um genau zu sein, für 2. Und das wissen wir alle. Und dadurch, ja, wird die Entscheidung halt nicht so einfach für mich werden. Ja, das glaube ich. Aber eine Sache finde ich halt ein bisschen blöd. Es ist doch eigentlich ganz klar, dass es hier wirklich nur noch um Max und Yannick geht. Und der Rest ist doch, weiß ich auch nicht. Antäuscherei. Weißt du, was mich stört? Der vorhin gesagt, was tue ich? Du sagst auch, die ganze Zeit eigentlich um zu streichen. Was macht der eigentlich? Kratzt er sich die ganze Zeit am Arsch oder was? Ich glaube ja. Der hat jetzt einen Switcher gemacht. Du warst heute der Liebespender und Yannick ist heute der Gigolo, der da drin ist. Wie letztes Mal war es ja umgekehrt. Was? Dass du jetzt diesmal der Kuscheltyp warst oder was? Tja, life's a bitch and then you die. Du bist die ganze Zeit bei dir, du hast Nähe, man fässt sich aneinander an, man flüstert sich kleine Sachen ins Ohr und dann kriegst du nicht mal gute Nacht gesagt und jemand anderes schläft dort. Also, finde ich wirklich nicht gut. Finde ich auch wirklich nicht gut. Also, was ich auch noch wirklich nicht gut finde, ist, dass Luisa in einer anderen Villa sitzt und sich die Augen aus dem Kopf heult, weil du Grenzen nicht einhältst, die ihr ganz klar vorher abgesteckt habt. Krass. Ja, Traummann, auf jeden Fall. Ich hab Herzchen in meinen Augen, ja. Ja, was soll ich sagen? Die Frau macht mich einfach verrückt. Sie macht mich einfach verrückt. Ach man, ich finde das so süß, ey, wenn der eine Freundin hat, ne? Wir wissen es ja bislang nur von Max, hä? Dann heul ich. Meine Hormone drehen komplett durch. Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe es genossen, sagen wir mal so. Genieße es, solange es noch da ist.
Sagen wir mal so. Brutal. Nächster Morgen. Junge hat einfach heute bei ihr geschlafen. Wer? Ja, nicht. Bei ihr? Mhm. Hat einen Schlüssel gekriegt? Gestern Abend noch? Ich glaube schon. Man, ihr habt gestern die ganze Zeit so und das und bla bla und hin und her und dann macht die sowas und sie ist doch kein Wanderpokal. Was fällt dem einen sowas hier zu sagen? Hier geht's um Jelis, die ja fast wie Bachelorette in diesem Format ist und der kommt mir mit, die ist kein Wanderpokal? Ist schon ein bisschen peinlich auch, wenn ich ehrlich bin. Also da hat er das Format aber nicht verstanden. Und du brauchst jetzt auch nicht so gucken, Junge. Du bist ja wohl der größte Wanderpokal von allen. Ist doch so. Schämen solltet ihr euch. Ich meine, Jelis ist wenigstens nicht exklusiv da mit irgendwem zusammen. Ich kann's nicht mal schön reden. Weißt du, aber wir sitzen da die ganze Zeit. So, mehr kauen so ein bisschen. Und dann sowas. Es ist schon ein bisschen traurig. Also ich habe richtig Kopfrattern. So, was habe ich gemacht? So, was habe ich falsch gemacht? Konnte heute auch nicht so gut schlafen. Schwierig. Also es ist kein schönes Gefühl. Ich finde es so geil, ne? Max 25, Partner von Luisa. Bauchbinde passt einfach absolut nicht zu dem, was da aus seinem Mund kommt. Schwierig. Also es ist kein schönes Gefühl. Ach du Scheiße, jetzt sehen wir auch mal, was Luisa zu den ganzen Sachen sagt, fühlt. Aber das finde ich wirklich das Bitterste von allem. Wirklich, dass sie da sitzt in der anderen Villa und sich das alles live reinziehen muss. Wünsche ich so niemandem. Also keine Ahnung, ob das noch bei ihm gespielt ist oder mittlerweile echt. Das kannst du nicht beeinflussen. Das kannst du nicht spielen. Es tut mir leid, egal jetzt, was ich sage, Luisa, aber das kannst du nicht spielen. Das kannst du nicht spielen. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber der war bei Köln 187. Wenn er es nicht spielen kann, wer denn bitte dann? Es ist halt jedes Mal ein Stich ins Herz, weil ich mir jetzt immer, wenn ich sowas sehe, nicht vorstellen kann, dass der Mann noch Gefühle für mich hat. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, nachdem ich sowas sehe. Verstehe ich total. Boah, ich verstehe sie doch so sehr. Es ist genug hier, ist kein Bock mehr. Reicht irgendwann auch mal, Alter. Aber da würde ich mir doch wünschen, dass sie wirklich einfach mal... Jetzt habe ich gerülpst. Excusez-moi. Und ich weiß, Jelis hasst das, wenn Leute rülpsen, aber sie riecht's ja nicht. Von der Tori Jelis, ja? Aber auch schön. Dass sie einfach mal abbricht und sagt, es reicht mir jetzt. Ich werde den jetzt sowas von bloßstellen, weil ich gehe und dann wird er aufgehen müssen. Und dann soll er der Jelis das mal erklären. Das würde ich mir echt wünschen. Ja, die Nacht mit Yannick war sehr kurz, war sehr schön. Und jetzt bin ich durcheinander. Bruder, bei mir ist Feierabend. Von meiner Seite aus komplett Feierabend. Na? Von meiner ist komplett Feierabend. Wart mal. Von meiner Seite aus ist Feierabend, Bruder. Ich bin verliebt. Aber Feierabend würde doch für mich bedeuten, ich habe keinen Bock mehr, ich bin raus. Also ich bin verliebt. Alles klar. Es geht so nicht weiter, weil wir müssen auch noch eine Chance haben, ne? Ich bitte dich, ihr habt da alle keine Chance mehr. Das macht doch gar keinen Sinn, als ob da jetzt wirklich noch einer von den anderen Jungs dran glaubt, dass sie noch eine Chance haben. Bruder, ich war vorher ja auch schon so an sich. Und jetzt hat sie das so richtig gefestigt, ne? Jetzt hat sie mich gefickt, Bruder. Jetzt hat sie mich gefickt, Bruder. Da würde ich aber nochmal nachhaken. Seit gestern habe ich auf jeden Fall Gewissheit, dass sie gerne bei mir ist und dass es auf jeden Fall echt ist. Aber sie ist auch gerne bei Max. Die Gewissheit besteht ja auch schon. Bevor ich Jelis gesehen habe, ist mir das noch nie passiert, lieber auf den ersten Blick. Aber sie hat mich ab der ersten Sekunde umgehauen. Sie ist genau mein Typ und ich will diese Frau einfach. Ich sag euch mal was, ich glaube dem zu 1000%, was der da redet. Also er könnte ja wirklich genauso ein Schauspieler sein wie Max. Im Endeffekt wissen wir es nicht. Selbst wenn er ja keine Freundin hat, kann er ja trotzdem so tun, als ob... um das Ganze zu gewinnen, ne? Ist ja nichts anderes wie bei Bachelor in Paradise, wenn die ganze Zeit... fake zusammen sind und so tun, als ob nur, um dann in die letzte Folge zu kommen und so lange wie möglich da gefilmt zu werden. Also, ganz ehrlich. Aber ich habe bei dem so ein gutes Gefühl, ne? Ich finde, der ist einfach durch und durch ein lieber Typ. Also ein guter. Und nicht dieses Liebe, wie Frauen sagen, nee, einen Lieben will ich nicht, sondern einen, den man will. 20 Männer oder 25, ich bringe mal zu viel. Die nimmt mir den Sauerstoff in dieser Villa. Da müssen jetzt mal Köpfe rollen. Tabula rasa. Mann, Fabio. Ich finde, der braucht eine eigene Show. Jetzt mal ganz im Ernst, Butter beide Fische. Es sind definitiv viel zu viele Männer hier. Es ist echt Nudelsalat, zu viele Schwerterkreuzungen hier. Das muss auf jeden Fall minimiert werden. Und dann steht auch noch sie da, König der Jigos. Den finde ich auch witzig. Also ich habe es ja schon erwähnt, der hat auch eine komische Seite an sich, aber sonst ist er schon ganz funny. Der da mit dem Kaffee, der macht nur noch privat. Hä? Der ist nur noch privat hier. Ja, ja, auf Sonne. Aber der begrüßt sie zwar noch immer mit Herzen, aber wer gar nicht sie begrüßt, ist der Marco. Die analysieren jetzt erstmal durch, ne? Das habe ich heute genau beobachtet. Ja, aber der hält sich zurück, Mann. Aber wäre ich da ein Typ, ne? Und einer, der jetzt nicht Yannick oder Max ist, ich hätte doch auch schon längst aufgegeben. Das sieht ja
jeder, dass Jelis sich da eigentlich schon längst für zwei entschieden hat und alle anderen keine Chance mehr haben. Weißt du, was Yannick ist? Und das weiß Jelis. Yannick ist ein Fan. Das ist ein Fanboy. Aber irgendwie hat er ein bisschen recht, ne? Yannick ist echt so ein kleiner Fanboy. Die Leute wie der wird lebenlang alles von ihr kaufen. Alles. Der wird ein Hardcore-Fan. Es kann sogar sein, dass der einen Fanbus macht, so Fanclub. So Fanclub Stuttgart. Verstehst du, Jelis ist ein Fanboy. Das wäre so geil, so ein Bus. Stell mal vor, euer Freund macht so einen Bus mit eurem Bild drauf und fährt damit durch die Gegend und ist dann noch super stolz drauf. Ganz ehrlich, eindeutiger geht es doch nicht. Ja, schön. Schönes Gefühl. Und somit haben wir mal wieder der Junge von der Straße, Krefeld aka, und der Staubsaugerverkäufer dieses Game gedribbelt, Freunde. Mission complete. Was ist denn mit euch zwei? Was wollt ihr denn da überhaupt noch? Gebt ihr euch noch Mühe? Weiß ich nicht. Naja, es folgt jetzt auf jeden Fall ein Spiel, in dem die Männer, die kriegen 3 Ziegelsteine und die dürfen jedem einen Ziegelstein geben, wo sie das Gefühl haben, diese Person meint es nicht ernst, diese Person hat eine Freundin zu Hause sitzen und die können auch diese 3 Steine zum Beispiel auch nur einer Person geben. Max, du alter Gigo, du hast eine krasse Ausstrahlung und ich glaube, du catchst nicht nur 1, 2 Frauen, sondern ganz viele. Und auch ein paar Männer, selbst ich würde da nicht Nein sagen. Und deswegen denke ich, dass du auf jeden Fall eine Freundin hast. Dankeschön, mein Freund. Der Letzte. Du kannst auch alle an eine Person geben, ne? Wenn du das Gefühl hast. Dann Max. Max, ich weiß, dass du hier nicht die wahre Liebe suchst. Ich gebe 2 Stück dem Max. Der ist auf gar keinen Fall für die Liebe hier. Die sind sich da schon relativ einig, ne? Spurlos an einem vorbei geht's natürlich nicht. Es ist kräftezehrend. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass keiner Fabio die Steine gibt, weil der hat doch gestern ganz klar gesagt, er hat eine Freundin. Max, Schauspielern kannst du. Aber Lügen und Schauspiel sind 2 verschiedene Dinge. Schauspieler lügen nicht immer. Oh, Fabio, das bittet wieder die Weisheiten. Ich komme gar nicht hinterher. Und Lügen haben kurze Beine. Und du hast ja offensichtlich lange Beine. Und bei dir wird's auf jeden Fall jetzt aufgedeckt, mein Freund. Also, good night. Ich finde, das, was zwischen Max und mir ist, fühlt sich nicht gespielt an. Wenn er eine Freundin hat, kann es sein, dass er mich trotzdem lieb gewonnen hat und dass es auch alles echt von ihm ist. Ich bin hin und her gerissen bei Max. Auf der einen Seite glaube ich 100% Single, ansonsten einfach 100% gewissenslos. Und dieses ganze Bild würde ihn komplett von außen und innen hässlich machen. Ich finde das so krass, dass Jelis wirklich so sicher glaubt, dass der keine Freundin hat. Also ich meine, klar, ne? Sie hat das ja alles mit dem erlebt, die Nächte verbracht, das gehört, was er ihr ins Ohr flüstert, etc. Aber so als Außenstehender finde ich das so bitter, das zu sehen. Man will einfach nur, Jelis, er hat eine Freundin. Das ist ein Verarscher. Es ist nicht ganz einfach, wenn du natürlich so viele Steine bekommst, Steine in den Weg gelegt bekommst. Ist ja bei mir aber nichts Neues, das ist ja schon seit Tag 1 so. Tja. Und das auch alles zurecht. Mein letzter Stein geht an dich, Flavio. Flavio? 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 Ah, Flavio. Angenehm. Ist mir auch noch nicht bekannt. Ich habe gestern dir mal gesagt, dass ich dich echt gerne habe und dass du ein wunderbarer Mensch bist und dass jeden Mensch ein Verlust wäre, dich nicht im Leben haben zu wollen. Und deswegen kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass du keine Freundin hast. Das war sehr schön. Kann dir eigentlich gar nicht böse sein, aber du weißt nicht mal meinen Namen. Also woher sollst du dann den Rest überhaupt wissen? Aber ich mag dich auch. Ich liebe alles daran. So, jetzt ist aber das Spiel auch vorbei und Yannick zum Beispiel hat nicht einen Stein bekommen. Ich glaube, der ist der Einzige. Yannick, bist du ein bisschen stolz auf dich? Schon, ja. Ja? Gibt mir ein gutes Gefühl, dass alle derselben Meinung sind, dass ich hier ein Fanboy bin. Nicht spiele. Also ihr glaubt alle, dass Max eine Freundin hat? 100%. Also ihr glaubt, er würde seine Freundin für 50.000 Euro verkaufen? Ja. Boah. Krass, dass du sowas sagst, ne? Boah, das finde ich auch echt hart, weil im Endeffekt würden ja alle, die da mitmachen und vergeben sind, ihre Freundin für 50.000 Euro verkaufen, ne? Also wenn man es mal so grob betrachtet und wenn man es dann nochmal so zerkleinert in gewisse Bestandteile, gibt halt Max wirklich alles dafür, ne? Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne darauf zu achten, dass irgendwelche, also der hält ja gar keine Grenzen mehr ein. Deswegen, irgendwo verstehe ich die Aussage, aber irgendwie ist es auch die gesamte Show, dieses Konzept. Und das wussten alle, die da mitmachen. Der Max ist ein Mann, ein Wort. Er hat gute Ghosts bekommen, ein paar Grünlichter und die Freundin weiß genau, der hält das ein. Ja, ich meine, ich weil der ist korrekt, der Max. Was hält er denn ein? Seine Ghosts. Also, da lacht sie nur, da lacht sie sich ins Fäustchen, ey, wenn die alle wüssten, ne?
Die haben bestimmte Grenze, die er einhält, aber no. Der Rest ist gespielt. Und wenn die Grenze schon überschritten wurde? Dann hat er ein Problem zu Hause. Spätestens im Finale. Boah, der wird so ein fettes Problem haben, ne? Ich bin so gespannt, sehen wir uns ja später auch noch rein. Wie das Zusammentreffen von Luisa und Max wird. Und was Jelis dazu sagen wird. Und ob er dann die Kohle gewinnt mit Luisa zusammen, weil Jelis denkt, das ist mein Traumboy. Oder wie oder was? Ich würde komplett an meinen Menschenkenntnissen zweifeln. Deswegen muss ich hier mit einem Mann rausgehen, der ehrlich zu mir war von Anfang an. Ob es dann am Ende eine Partnerschaft wird oder einfach nur eine Freundschaft. In meinen Augen müsste sie da absolut nicht an ihren Menschenkenntnissen zweifeln, weil das ganze Spiel ist ja auch wiederum jetzt hier wieder, wie gesagt, darauf ausgelegt, dass die Jungs sie verarschen nach Strich und Faden und dafür alles tun. Also wer hat denn da Menschenkenntnisse, die so gut sind? Ich finde, das hat nichts mit Menschenkenntnis zu tun. Mir geht es natürlich nah, dass Max diese Situation so mitnimmt. Ich sehe das. Und er ist wirklich immer gut gelaunt. Deswegen wird jetzt erstmal ein bisschen gekuschelt. Kriege ich jetzt meinen Griffdrücker von dir? Dein was? Ach, ich brauche noch eine Aufladung. Eine Aufladung? Ja. Batterie aufladen. Das ist so deren Ding, ne? Diese Aufladung. Jetzt wird erstmal wieder aufgeladen. Süß ist es, aber dafür ist hier kein Platz für Süßheiten. Deswegen bin ich hier, weil ich eigentlich nur fragen wollte, wie es dir geht. Anstrengend. Schwierig. Ich hab dich vermisst. Richtig, Jo. Da sagt er jetzt echt, ich hab dich vermisst, ne? Das wird ja auch Luisa wiedersehen, also... Weiß ich nicht. Du bist trotzdem nicht zu mir gekommen. Nein. Heute? Ich war ein bisschen traurig. Warum? Weil wir gestern so viel zusammen gemacht haben und dann doch jemand anders bei dir war. Ich mag euch halt beide. Ich verstehe dich. Ich mache dir keinen Vorwurf, aber trotzdem schwierig. Wer weiß, was in deinem Kopf hin und her ist. Ist ja auch okay, aber als du da mit diesem anderen saß beim Rauchen, hast du schon beim Wanderpokal mal zugenickt. Das ist schon ein Vorwurf machen auch. Ich bin hin und her gerissen. Wenn ich mit Max bin, dann vergesse ich wirklich alles um mich herum. Selbst Janik, oder was? Hau mal ab. Kriegst du Luft? Klar, ich hab einen großen Nase. Nicht nur eine große Nase. Bitter. Hallo? Ja, große Arme. Ja. Große Schultern. Große Lippen. Schöne Lippen. Ich kann mittlerweile halt auch einfach nicht mehr einschätzen, ob er noch schauspielert, ob er immer noch dieses Ziel vor Augen hat und für uns gewinnen will oder ob da halt mittlerweile wirklich so ein bisschen Ernst dahinter steckt. Mann, ich kann das auch nicht einschätzen. Also für mich, er sieht schon so aus, als wäre da was. Als hätte er wirklich Gefühle und so. Aber ich habe ja keine Ahnung, ob der wirklich der Baba der Gigos ist. Weil wenn ja, dann ist es alles Fake. Es fühlt sich mit Max einfach traut an. Da ist diese Leidenschaft zwischen uns. Das spüre ich von ihm, das spüre ich von mir. Und wenn wir uns berühren, kribbelt einfach in uns. Das hat Luisa jetzt auch gesehen, dass Jelis das sagt. Alter, das muss uns so scheißen wehtun. Wir haben ein bisschen gekuschelt und mir ging es wieder sehr gut. Jelis hat auch noch nicht einmal gefragt, was ist das eigentlich für ein Tattoo auf deinem Finger, ne? Komisch. Boah, seid ihr mir böse, wenn ich ganz kurz ins Interview gehe? Mann. Zu viel. Viel zu viel. Mann, Eddie, aber tut mir so leid. Ist das gespielt oder ist das echt? Weiß ich nicht. Ist einfach mega krass, so wie es momentan ist, die Situation. Und ich stelle es mir halt auch unheimlich schwer nach der Show für die beiden vor, ob und wie es noch eine gemeinsame Zukunft mit den beiden geben kann und wie das mit dem Thema Vertrauen dann halt auch ist. Absolut. Und ich würde mir denken, Alter, wie krass bist du? Du bist ja so ein krasser Player, Junge. Machst du es ständig? Du bist so trainiert da drin. Du bist so gut da drin. Aber ich meine, er ist ja auch ein Oscar-reifer Schauspieler. Wie gesagt, Köln 187, er war dabei. Ich habe das Gefühl, er hat sich verliebt. Verliebt ist sowieso, geht sowieso nicht. Ich bin verguckt. Du kannst dich von einer Woche, der ist ja eine Woche erst drin, das wird sich vergucken. Da hat sie wohl nicht Temptation Island VIP letzte Staffel gesehen mit Vanessa und Alex. Die haben sich auch verliebt. Es geht. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass er wirklich am Ende gibt, also Jelis entscheidet sich für ihn und er gewinnt ja, aber er geht nicht mit Luisa raus, sondern wirklich entscheidet sich für die Jelis. Krass. Also ich meine, klar, es wäre auch super scheiße für Luisa, aber es wäre auch gut für Jelis, ne? Nur ich glaube, Jelis, ich weiß nicht, ob die den dann noch wollen würde. Wenn er weiß, der hätte die ganze Zeit eine Freundin gehabt, er hat die ganze Zeit gelogen. Ich weiß nicht, ob Jelis da Bock drauf hätte. Ganz ehrlich, Leute. Hallöchen! Hallöchen! Hallöchen. So, jetzt ist ja aber wieder Disco Pogo Klingeling war angesagt und
ich weiß gar nicht, wie die Moderatorin heißt. Aber sie kommt jetzt rum. Das heißt, es steht eine Entscheidung an. Jelis, hast du eine Idee, wer es ernst meint und wer nicht? Ich muss ehrlich sagen, meine Meinung ändert sich jeden Tag. Es ist wirklich sehr schwer. Ja, und die werden jetzt auch alle nochmal kurzzeitig befragt. Was mich natürlich brennend interessiert, was sagt Max zu der ganzen Sache? Bist du ein sehr guter Schauspieler oder hast du hier wirklich nichts zu befürchten? Also ich habe nichts zu befürchten, aber es ist wirklich anstrengend, wenn du dir die Sachen halt täglich anhören kannst. Sollen wir jetzt Mitleid haben? Eine Runde Mitleid, ja? Und was meinst du, ich habe nichts zu befürchten? Befürchten. Und dann sagt er das auch noch, ohne mit der Wimper zu zucken, ne? Das finde ich so krass. Heute sind es 2 Wackelkandidaten. Ja, und wen nimmt sie? Sie kann jetzt 2 aussuchen, ne? Marco. Marco, das heißt, wir werden jetzt erfahren, ob du eine Freundin hast oder ob du Single bist. Oder ob du einfach keinen Bock auf Jelis hattest. Ich meine, ganz ehrlich, wie gesagt, da waren keine Chancen mehr da. Ich hätte auch schon längst aufgegeben. Gut, wenn ich da mitmachen würde, ich wäre natürlich wie Max. Also ohne Freundin. Aber natürlich wäre ich da der Gigo Baba Boss. Warst du mal beim Optiker? Ach krass, das ist die Freundin von dem. Ja gut, wisst ihr, was das bedeutet? Jetzt ist nur noch Luisa in der Villa. Und diese andere, das heißt nur noch 2, also okay, Luisa gehört jetzt zu Max, dann ist nur noch eine dabei, die einen Freund hat. Meint ihr, das ist die Freundin von Yannick? Das würde ich jetzt mal absolut sagen, passt ja mal gar nicht. Glaube ich nicht. Wenn der noch eine Freundin hat, ne, irgendwo insgeheim versteckt, ich wäre auch gerade schockiert. Da würde ich wirklich an meinen Menschenkenntnissen zweifeln. Er hat es halt wirklich gut gemacht, ne? So kann man es halt auch machen, wenn man da als vergebener Mann drin ist. Gut, hatte vielleicht keine Chance auf den Gewinn, aber da ist auch die Frage, wie weit gehst du für die 50k? Können wir mal Max fragen, der würde alles tun. Also 10k habe ich auch dabei. Kein Problem, das würde ich auch genauso machen. Ich habe immer gesagt, wir haben mit 30 Millionär. Jetzt gibt's aber noch einen. Und da ist jetzt die Frage, Jelis, willst du wissen, ob er eine Freundin hat oder nicht? Weil sie könnte ihn noch jetzt, glaube ich, noch mal safen. Und dann bleibt er halt noch mal einen Tag länger. Aber wozu macht doch alles keinen Sinn mehr? Ich will es wissen. Ja, der hat keine Freundin. Schade. Der Spiegelgang ist leer. Du bist Single. Guckt mir euch bitte mal ganz kurz Fabios Outfit an. Da hat jeder eine Hose an oder wenigstens eine Hose. Und der ist einfach nur in seiner engen Unterhose. Also das ist ein Mann mit Stil. Ich liebe das, ich schwör's dir. Ich habe tatsächlich schon so viel vergebene Männer nach Hause geschickt. Ich frage mich, wie viele überhaupt noch hier sind. Ist überhaupt noch irgendwer hier vergeben? Ja, Max. Ich möchte heute den Max bei mir schlafen lassen, weil... Weil ich einfach mal wieder richtig Bock auf eine schöne Zeit habe. Ich muss gucken, wo fühlt es sich schöner an, besser an, wo fühlt es sich vertrauter an. Das ist so crazy, weil sie war ja gerade, also sie hatte Max im Zimmer, jetzt Yannick im Zimmer, jetzt wieder Max im Zimmer. Geht das jetzt immer her? Immer hin und her? Immer mal Hümer hot? Es ist so schwer, es fühlt sich bei beiden so gut an. Weißt du dich? Ja. Lass dich hier küssen vor den anderen. Oh, Jelis. Am liebsten würde ich sie warnen. Ich auch. Kann man der mal nicht einen kleinen Hint geben? Ich meine, dieses Luisa-Tattoo, das ist eigentlich schon Hint genug. Oh, die decken komplett rum. Was? Oha, tschüss. Wolltest du den anderen? Gleich. Gibt auch wirklich alles, ne? Der gibt alles. Digga, also, ich will eigentlich nicht so das erzählen. Also nicht, weil mich das belastet oder so, weil ich will nicht wie Petze rüberkommen. Aber ich mach's jetzt einfach. Aber wieso, was passiert? Haben die beiden sich einfach wieder geküsst oder was? Ja. Oh. Ey, der tut mir auch echt leid. Das tut mir auch echt leid. Jetzt hatten die gerade so eine schöne Nacht miteinander und jetzt bandelt die doch wieder mit diesem Max an. Also du weißt ja auch wirklich nie, woran du bist. Super, aber ich will nicht so als Petze, weißt du, ich meine... Hat nichts mit Petze zu tun, Bro. Hier hat nichts was mit, also... Ja, also, weil das eigentlich nicht so meine Baustelle ist, weißt du, ich meine, deswegen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass er eben das sagt. Also ich meine, Yannick kann sich ja auch seine Gedanken darüber machen, ob er das will oder nicht, weil es ist natürlich auch für ihn hart, was da alles passiert. Wenn er wirklich schon Gefühle hat für Jelis und so, dann ist das natürlich nicht schön. Obwohl es das Game ist, ne? Aber ja, jetzt weißt du ja... Unverständlich. Oh. Unverständlich einfach. So was. Ja, genau das hat er auch gesagt. Genau, unverständlich. Ach komm, ey. Ich denk da gar nicht mehr drüber nach, Mann. Bringt auch nichts.
Da wird der die ganze Zeit geswitcht, ist ja auch assi. Also für dich oder für ihn, für beide von euch. Bruder, ich sag dir ehrlich, ist die Tür zu? Ja, ja. Ich sag dir ehrlich, ich verstehe sie null, weil sie sagt mir, es ist alles offen. Aber die nimmt ja gar keine Option an. Ja, genau das. Absolut, absolut. Und das sieht auch jeder Zuschauer. Deswegen, finde ich, wird ab einem gewissen Punkt diese Sendung ein bisschen überflüssig. Also diese Inhalte davon, dieses... Eigentlich will man doch wirklich nur noch wissen, für wen sie sich jetzt entscheidet, wie weit sie noch mit Max geht, wie sehr sie noch Gefühle für Yannick aufbaut, period. Der Rest interessiert einen ja eigentlich schon gar nicht mehr. Also diese Spannung ist beim Rest komplett weg. Die stellt eine Aussage, die trifft eine Aussage und entkräftigt sie im selben Moment wieder. Das ist dann für mich so ein Karussell im Kopf und so ein riesen Fragezeichen, wo ich mir denke, was geht jetzt ab? Warum? Der arme Junge, Alter, der schläft einen Tag gut, einen Tag schlecht. Jeden Tag ist das hier. Das war jetzt wirklich so. Jeden Tag ist das hier so. Ich glaube, Jill ist auch, ehrlich gesagt, obwohl, die hat immer ganz schöne Nächte, aber mit wenig Schlaf, also viel Stunden, wird die da auch nicht zusammenbekommen. Viel Tage, ja. Jeden Tag ist das hier. Aber so. Du musst so bedenken, er ja auch. Ja, auch. Der hat auch. Aber nicht so. Ist halt durch so dasselbe Schicksal. Nicht so schlecht, glaube ich, wie ich, Bruder. Natürlich geht's mir innerlich nicht cool und... Ich mache mir sehr viele Gedanken, was das zu bedeuten hat. Ich gebe dir einen Tipp für dich. So, jetzt Ohren auf und hingehört. Versuch dich nicht zu vertiefen. Punkt. Und das, meine lieben Freunde, wird ja wohl absolut ein neuer Einspieler. Das ist sowas unsicher. So mit Gefühl, dies, das. Aber ich finde es auch, also ich weiß nicht, was ich von dem Tipp halten soll, weil... Gegen Gefühle machst du ja nichts, ne? Und Yannick scheint nicht so ein Typ zu sein, der so Player-mäßig ist, sondern der lässt sich wirklich dann einfach drauf ein und scheint da auch ehrlich und so zu sein. Und ich glaube, so einem fällt das schwer, sozusagen halt stopp bis hierhin und nicht weiter. Hab ich ihm auch schon tausendmal gesagt. Es kann alles passieren, Alter. Am Ende stehst du im Finale, die sagt, nein, du wirst heulend rausgehen. Ja gut, aber dann ist es so. Das ist das Risiko, was er trägt. Bruder, kann sein. Aber ich habe nie was falsch gemacht, Bruder. Nein, du nicht. Du nicht, aber sie, oder was? Die war von Anfang an Anti, hat schon gesagt, du lässt dein Kind einfach alleine. Wow. Das, was hier passiert, das würde keine Frau mitmachen, Mann. Hä, hat der schon mal Bachelor geguckt? Anscheinend nicht. Wer sie jetzt ein Mann? Ja, niemals. Niemals. Außerdem, im echten Leben ist das doch voll oft so. Also, keine Ahnung, haben nicht voll oft Männer noch so Sidechicks? Und voll viele Sachen, die nebenher laufen? Und gut, die Frau weiß es nicht. Ich glaube, das ist der Unterschied. Die Frau weiß es nicht. Bruder, das ist eine Banane, Alter. Ey, nein, aber da können wir die auch nicht verurteilen, ne? Bruder, wir verurteilen. Sie macht das, was sie machen will. Ist auch ihr gutes Recht. Ist ihr gutes Recht. Die kann machen, was sie will, richtig hält. Sieh da. Jetzt hast du aber wirklich Stein im Brett. Das war wunderschön gesagt. Ich denke schon, dass ich mir in den letzten Tagen so eine kleine Schutzmauer aufgebaut habe. Und ich glaube, das ist auch gut so. Ich will den Fokus nicht verlieren. Und ja, ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag hier schlechte Laune haben oder so. Deswegen versuche ich das so gut es geht zu verarbeiten und schau weiter nach vorn. Schauen wir mal, was wird. Was wird. So, wie geht's Max mit der ganzen Situation? Ich muss sagen, so langsam wird's wirklich etwas schwierig. Um ehrlich zu sein, kannst du dir am Anfang nicht vorstellen, auf was du dich einlässt. Das kriegst du mit der Zeit mit. Ey, Bauchbinde tauscht er jedes gegen Luisa aus. Ja, es ist tatsächlich wirklich sehr, sehr kräftezehrend. Ich bin auch froh, dass es bald vorbei ist. Aber das klingt für mich so, als wäre das wirklich alles Fake, was er da macht. Also, oder? Wenn das kräftezehrend ist und er ist so froh, wenn es vorbei ist, dann spricht es doch wirklich dafür, dass es alles nur gespielt ist, was er da macht. Ich vermisse meine Freundin, ja. Ich habe meine Freundin immer hier, genauso wie hier. Trotzdem ist er viel zu weit gegangen. Das hätte er alles nicht zulassen dürfen. Ich weiß, er denkt so von wegen, hätte ich das aber nicht gemacht, dann wäre ich aufgeflogen und so. Aber immerhin war er wirklich der Erste und... Sorry, ich war gerade völlig abgelenkt, weil da eine Taube auf dem Dach gelandet ist. Er war der Erste, der entschieden hat, diesen Schritt zu gehen, mit sie beim allerersten Mal zu küssen. Der hätte Babysteps machen können, dann wären die jetzt auch noch nie so bald. Oder vielleicht, aber... Da trägt er wirklich komplett die Schuld dran. Bett ist frisch bezogen, gell? Ja. Okay. Immer wenn du kommst. Ach du Scheiße, der pennt ja heute bei der.
ich sag mal so, die Nacht geht wieder ordentlich ab. Das kann ich euch nicht zeigen. Ich bin hier angetreten zum Spiel und so langsam sind da auch, habe ich so das Gefühl, etwas Gefühle dabei, beziehungsweise ein großes Vertrauen. Alter, okay, jetzt hat er doch Gefühle. Mach immer hot. Die Erkenntnis des Tages ist, wenn du zwei Ferraris fahren kannst umsonst, dann steig ein und fahr die beiden Ferraris. Wenn er mir in die Augen guckt, dann ist das so ehrlich. Und auch wie wir uns berühren, wie wir uns küssen, das fühlt sich einfach so an, als wäre das halt echt. Irgendwie ist es ja, glaube ich, auch vielleicht einfach echt, ne? Das ist halt die große Frage, ist das alles nur Fake oder ist es echt? Das ist so krank. Wir haben auf jeden Fall eine Connection. Das ist auch nicht gespielt. Aha, ihr seht vielleicht die Connection gerade. Gilles hält da etwas in ihrer Hand und dann geht es hoch, runter und dann wisst ihr Bescheid, was läuft. Es ist nicht alles so einfach, wie es immer scheint. Ja, das glaube ich. Absolut. Aber er hat es viel zu weit getrieben. So, nächster Morgen. So, ich habe gestern Abend lange überlegt, so, ich war nicht direkt am Schlafen. Ich glaube einfach, dass mit mir und Nellis auf Ernst, glaube ich, nichts werden kann. Dafür musste der jetzt die ganze Nacht nachdenken. Das hätte ich dir seit Folge 1 sagen können. Nicht, weil charakterlich und so die Persönlichkeit nicht passt, sondern so die Anziehung ist nicht so richtig da. Aber was heißt das jetzt für dich? Du machst trotzdem weiter, Bruder. Ja, ja, klar. Ja, so als ob ich hier jetzt aussteige, bist du blöd? Darum geht's mir hier gar nicht, oder? Erstmal zu. Klar, aber ich werde es auch dir sagen. Ich sag so, ey, ich habe für mich so erkannt, so, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, dass Freundschaft nicht bleibt. Ich habe verstanden, dass es Freundschaft ist, bleibt. Ja, Bruder. Weil ich glaube nicht, dass es ernst wird. Also zwischen uns. Weil ich mag sie als Person extrem sehr. Also extrem stark auch. Extrem sehr. Also das erinnert mich an Folgendes. Weil ich mag dich so als Person unmenschlich. Ja, auch. Wirklich. Aber, sie sollen nicht denken, ich gebe auf. Ich gebe Vollgas trotzdem. Natürlich, ich werde den einen oder anderen Kuss definitiv noch abholen, aber... Ich glaube, der wird sich da keinen Kuss mehr abholen. Da denke ich mir doch wieder, in was für einem Universum lebst du? Das wird, glaube ich, nicht mehr. Also von meiner Seite aus auch nicht. Nee, das ist jetzt aber auch gut, dass du uns da nochmal aufgeklärt hast, dass es von deiner Seite auch nicht mehr wird. Was bei dir? Wie fühlst du dich? Der Mad Max hat da geschlafen, hat sich da hingeschlichen. Ich glaube, der hat Schlüssel bekommen, Bruder. Stimmt, sonst wurde was gesagt. Sonst wäre der raus, sonst wäre der ja, Bruder, hier. Das ist dann auch so hart. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn Jelis doch gesagt bekommt von der Produktion, okay, jetzt heute wieder Schlüssel, du musst einen Schlüssel verteilen. Und die hat mit niemandem sonst eine Bindung, außer mit Yannick und Max. Und Yannick hat die Nacht davor geschlafen, natürlich nimmt die dann wieder Max. Ein Tag, du, 100%. Ja, ich habe schon echt, glaube ich, ein krasses Gefühlschaos. Wenn ich dann halt so Sachen sehe, wie dass Jelis und Max da wieder die Nacht verbracht haben, geht's mir natürlich scheiße. Oder irgendwo sind Grenzen, ich sag dir ehrlich. Irgendwo sind Grenzen. Ich halte mich da raus, Mann. Jetzt isst doch erstmal dein Käsebrot auf. Das macht mich ganz verrückt. Fertig aus. Wenn sie mich zum Übernachtungsdate einlädt und am nächsten Tag Max mich an dem einen Tag küsst, an dem anderen Tag Max, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, ob das halt alles so ernst gemeint ist. Verstehe ich aber auch. Aber irgendwie glaube ich, dass was von Jelis kommt, also vor allen Dingen diese körperlichen Sachen, die dann auch von ihr kommen, die sind ehrlich. Aber wenn die dann da steht und sagt, ja, ihr habt alle noch eine Chance bei mir, das ist gelogen. Aber irgendwie muss das Format ja auch so stattfinden. Ich denke, das sind Vorgaben, die sie auch kriegt, an die sie sich da halten muss, damit die Leute auch weiter zuschauen. Ne? Die Nacht mit Max war wirklich, wirklich wunderschön. Dieses Gefühl hatte ich lange nicht mehr. Boah, das ist schon Seitenhieb gegen den armen Yannick, weil der hat ja noch eine Nacht vorher da gepennt. Max hat mir definitiv den Kopf verdreht. Ich wünschte, es wäre nicht so, weil dann wäre einfach alles einfacher. So wie es zwischen Max und mir ist, ist es viel leidenschaftlicher. Und das, was ich auch brauche und auch irgendwie irgendwo gesucht habe. Yannick kommt mir zu 100% ehrlich rüber und ich merke auch, dass er mich wirklich sehr gerne hat. Wir nehmen uns auch in den Arm, wir küssen uns auch, wir kuscheln auch, aber ist nicht diese Leidenschaft so, wie ich es bei Max habe. Ich finde, das sieht man auch total, wenn ihr die Nächte miteinander vergleicht. Das könnt ihr jetzt hier schwer, weil ich muss die Sachen rausschneiden. Ihr wisst, YouTube-Richtlinien und so, aber das ist schon, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Bleibt so spannend, ey. Extrem. Es könnte noch alles passieren. Ja. Es kann noch passieren, dass ich ja jetzt gleich rausgehe oder du, ne? Oder wir beide. Aber ich bin glücklich. Also ich bin froh, so wie es bis jetzt gelaufen ist und hätte ich auch nicht gedacht. Ja gut, bei dir. Wer ist eigentlich dein Alter? Keiner weiß. Aber bei Luisa ist leider nicht so gut gelaufen. Wie sind Empathie, bitte? Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es so kommt. Ja. Ich bin auch froh, dass wir zwei jetzt am Ende noch hier sitzen. Und ich bin auch stolz auf mich, dass ich überhaupt noch hier sitze. Ja, kannst du auch. Ich habe es auch von dir nicht anders erwartet.
Danke. Wer bist ja nicht schwach. Nein. Das finde ich hart. Das finde ich wirklich hart. Sie wäre auch nicht schwach, hättest du abgebrochen. Luisa, wärst du auch nicht schwach. Das sage ich dir jetzt mal ganz im Ernst. Das wäre absolut okay gewesen und das wäre auch keine Schwäche. Das wäre einfach Reißleine ziehen, weil man so nicht mit sich umgehen lässt. Eigentlich wäre das alles andere als schwach. Das wäre sogar sehr stark, abzubrechen. Jetzt denke ich gerade, vielleicht ist es sogar wirklich schwächer, dass man einfach drin bleibt. Ich will darüber überhaupt nicht judgen, denn die Frau hat so viel Scheiße gefressen. Also, egal was kommt, für mich geht diese Frau hier als Queen raus. Mein Herz sieht in unserer Beziehung auf jeden Fall noch eine Chance. Mein Kopf weiß noch nicht, wohin, rechts, links, vorne, hinten. Ich bin so durcheinander. Es kommt total auf Max an, es kommt auf seine Reaktion an, wie sehr es ihm leid tut. Es sind viele Aspekte, auf die ich jetzt erstmal abwarten muss, um zu sagen, wie es mit unserer Beziehung weitergeht. Ich finde das krass. Und sie hat auch noch nicht die Nacht gesehen, die Jelis und Max miteinander verbracht haben. Ob das vielleicht auch noch was ändert an dem, wie sie gerade denkt. Ich bin natürlich extrem sauer und verletzt wegen dem, was er gemacht hat. Und ich hoffe einfach, dass er Einsicht zeigt und wirklich versucht, mit allem, was er kann. Mit allem, was er hat. Mit seiner großen Arme, große Arme, große Schultern, großer, ihr wisst Bescheid. Voller Einsatz da bitte, Max. Das Ganze irgendwie wieder gut zu machen. Jeder, der schon mal richtig geliebt hat, der müsste mich jetzt eigentlich verstehen, dass ich auch noch Hoffnung habe, dass wir das irgendwie wieder zusammen hinkriegen. Ja, also ja. Ja, verstehe ich komplett. Aber die Frage ist auch, ist das wirklich alles noch so gesund? Weil man würde dann auch den Part einfach ignorieren, dass da Grenzen nicht eingehalten wurden. Und diese Grenzüberschreitung ist eigentlich schon ein krasser Fakt. Ich verstehe aber total, dass sie wirklich eigentlich nur darauf hofft, dass alles wieder gut wird, weil natürlich, die sitzt da allein in ihrer Villa, hat ihre Freundinnen nicht, ihre Familie nicht, kann sich dann nur mit, ich sag mal, fremden Mädels unterhalten, ne, die wahrscheinlich auch Freunde werden, aber ne, ist ja wohl nicht dasselbe. Sieht da die ganze Zeit, wie der Spaß hat. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, aber ich hoffe einfach, dass wenn sie Zeit kriegt, darüber nachzudenken, das Ganze vorbei ist, dass sie merkt, dass das alles viel zu weit ging und dass sie das nicht mit sich machen lassen sollte. Ne? Also wenn sie sagt so im Endeffekt, nein, es ist eigentlich wirklich alles okay, es hat jetzt nicht viel bei mir gemacht, es hat mich nicht verletzt. Ne? Jeder hat ja auch eine andere Einstellung, Beziehung gegenüber. Völlig fein bin ich damit, die soll machen, was sie denkt. Aber so von dem, was man hier sieht, wie verletzt sie wirklich ist und dass sie viel weint und da wünscht man sich einfach, dass dieser Mann ihr nicht nochmal das Herz brechen kann. Also, dass ihm diese Chance nie wieder gegeben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt hiermit vorbei ist. Das wäre zu krass. Echt zu krass. Das wäre echt zu krass. Stell mal vor, Jelis entscheidet sich für den, wie die eine eben schon meinte, die gehen zusammen raus. Ciao, baba. Nee. Nee. Und wie gesagt, ich glaube, Jelis würde das nicht zulassen. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ja, du auch. So. Ihr habt gesehen, Jelis erstmal in Janiks Arme wieder. Er sagt, er hat gut geschlafen, sie auch. Weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Fühlt sich irgendwie komisch an, dieses Gespräch. Und Frederik sucht jetzt auch mal das Gespräch, weil der Junge, der hat Fragen. Hast du in den Pool gepinkelt? Fabio, kannst gerne dabei sein. Ich habe nämlich eine einzige Frage. Die Frage, die ich habe, komplett ehrlich bitte, weil das würde mir am meisten helfen. Hast du mit Max heute Nacht gebumst oder nicht? Warum ist zwischen uns nie was, hat sie nicht was, nie was ergeben? Wenn du sagst, ich bin nicht dein Typ oder irgendwann, sag auch bitte genau, zum Beispiel Frederik, der war mir zu arrogant. Ich find's geil, ne? Dass der irgendwie nicht vom Aussehen der Typ ist, das kommt nicht in Frage. Wenn dann, er ist zu arrogant. Oder wenn du sagst, es waren einfach andere Männer, da war das Gefühl besser. Einfach nur, dass ich für mich selber weiß und dann bin ich auch raus. Aber irgendwie, ich mag's auch, dass er das fragt. Also ich finde, er hat diese Ehrlichkeit auf jeden Fall verdient. Es ist nur halt komisch, dass man so gefragt wird, ne? Weil sie muss sich ja nicht dafür rechtfertigen, dass sie keine Anziehung mit ihm hat. Und da muss er ja auch nicht nachfragen. Also es ist ja offensichtlich, dass die beiden keine Anziehung haben. Aber wenn er das so will, dann finde ich das schon okay. Ich bin jetzt auch echt gespannt auf ihre Antwort. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es mich einfach extrem abgeschreckt hat, dass alle gesagt haben, dass du eine Freundin hast. Okay. Ja. Krass. Also ich finde das krass, dass die denken, der hat eine Freundin, aber der Dating-Coach ist, ne? Und schon 5 Jahre Single. Ja gut, das ist halt wirklich ein bisschen strange. Ja, das ist das Game. Weil ich das halt auch irgendwie so ein Gefühl hatte. Ja, Pech, ne?
Frederik 23, falsch, 32, IQ-technisch unter den Top 3. Geil. Setz dich, Mäuslein. Würde mich einer Mäuslein nennen, also bei dem weiß ich, Interesse hat der an mir nicht. Oh, wie war deine Nacht, Maus? Kurz. Ja, bist schlauer geworden? Bist schlauer geworden, also habt ihr... Ja, haben wir. War gut. Jetzt bin ich wirklich schlau. Nein. Oh Mann, es tut mir so leid, schwör's dir. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Außer, dass ich dachte oder denke und das zu anderen Jungs sage, dass du ein Wanderpokal bist. Ich hab auch zu Max gesagt, Digga, wenn du eine Freundin hast, wäre ich maßlos enttäuscht von dir. Wirklich. Also das würde mich ultra brechen. So, es würde mir wehtun. Ich verstehe nicht, warum er das jetzt persönlich nimmt. Im Endeffekt, er weiß doch auch, auf was für ein Spiel er sich da eingelassen hat. Und dass da wahrscheinlich Männer unter seinen neuen Buddies sind, die eine Freundin haben. Und er hat aber gemeint, er hat keine. So. Das sagt er mir auch die ganze Zeit. Und auch, wie das zwischen uns ist, das wäre hart. So wie das zwischen Max und mir ist. Ich habe auch gestern zum Janik hier gesagt, dazu, wenn du da stehst und hast eine Freundin, dann spreche ich nicht mehr mit ihm. Das wäre bei beiden wär's krass. Ja, weil... Ja, also... Bei den beiden wäre es wirklich krass und beim Rest interessiert es einfach keinen mehr. Na, über Fabio interessiert es mich noch. Es sind Gefühle hier. Wenn man das Wort Gefühle in den Mund nimmt und deine Gefühle verletzt, das macht man nicht. Man spielt nicht mit Gefühlen von einem anderen Menschen. Sorry, aber wenn du bei so einem Format mitmachst, dann ist es klar, dass wenn du da als falscher 50er reingehst, und falscher 50er sind ja alle die, die eine Freundin da sitzen haben, dass du mit den Gefühlen von Jelis spielen musst. Naja, das klingt jetzt auch hart, müssen die das? Also wenn sie da wirklich gewinnen wollen, ja. So. Und da kannst du auch jetzt niemanden dafür verurteilen. Vor allen Dingen, wenn du das selber in dieser Show mitmachst. Max, eine Freundin hat, das ist der allerletzte Mensch für mich. Hat gesagt, er hat Gefühle für die Yelo. Und wenn er jetzt da draußen sitzt und hat eine Freundin, dann ist es der letzte Mensch, weil mit Gefühlen spielt man einfach nicht. Aber es kann doch wirklich sein, dass Max Gefühle hat. Also klar spielt er dann trotzdem mit Yelis Gefühlen, aber es das heißt ja nicht, dass er unehrlich ist, wenn es um diese Gefühlssache geht. Ich möchte nicht tauschen mit ihm, das ist echt schwierig. Und jetzt steht hier ein Gruppendate an. Die dürften irgendwie Schlauchboot fahren oder was. Also nein, auf ein Boot, auf ein richtiges geht's dann schon. Ich meine, die haben Budget. Sida, dich würde ich gerne mitnehmen. Ihn gerne. Frederik. Oh. Philipp. Und dich, Brian. Jelis nimmt jetzt wirklich alle mit denen die vorher nichts zu tun hatte. Und das finde ich endlich mal süß. Also endlich mal süß im Sinne von, sonst kriegt halt alles entweder Max oder Yannick. Auf dem Boot einen Kuss zu bekommen oder einen zu geben, ist definitiv eine sehr gute Möglichkeit für mich. Gucken, wenn die Situation und wenn die Stimmung passt, dann wird es auch passieren, denke ich mal. Bei dem braucht nicht Stimmung und Situation passen. Wisst ihr noch seinen anderen Kuss da auf dem Bett mit Jelis? Der war sowas von erzwungen. Das kann er sich ja nochmal erzwingen. Kein Problem. Das kannst du auch jederzeit machen. Also dazu brauchst du keine passende Situation. Das war sowas von unpassend. Schwierig. Ei, ei, Captain. Genieß nicht zu viel. Die sind so krass, ne? Die sind so krass. Ich dachte gerade, sie pumpen den Luftmatratze auf, da hat sie ihn geküsst. Ja, Bruder, die haben sich geküsst. Das habe ich nicht gesehen. Ja, Mann. Die beiden sich gerade wieder. Ja, Jelis und Max. Oder sowas einfach nur verletzend, Digga. Ja, sowas einfach nur verletzend. Ich frage mich, ob sie Yannick auch ab und zu mal so einfach küsst. Wie kann man dir helfen, sag mal. Bruder, Mann, guck mal, ich habe das ihm gestern auch schon gesagt. Ich muss euch ganz kurz auf was aufmerksam machen. Sieh dir diese Hand, die da am Öhrchen rumspielt. Ich glaube, das ist die von Fabio. Träumst du gerade oder ist echt? Sie will jemanden, dem sie zu 100% vertrauen kann, der ehrlich mit ihr umgeht. Aber Bruder, ich will ja dasselbe, weißt du, wie ich meine? Und wenn sie hier schon jeden Tag mit einem anderen irgendwas macht, was macht sie denn draußen? Verstehe ich. Ich verstehe das absolut total, aber ich weiß nicht, ob dieser Anspruch gerade in so einem Format wie dieses jetzt berechtigt ist. So, danach 100%, wenn ihr ins wahre Leben geht, aber jetzt gerade schwierig. Sie ist nicht gezwungen, das zu machen, was sie hier gerade macht. Dazu zwingt sie kein Mensch, Digga, das ist ihre eigene Entscheidung. Das weiß ich nicht. Ob das gerade mit dem Boot... Hau mal ab. Es ist natürlich nicht einfach, gerade wenn man hier jeden Tag aufs Neue auf die Probe gestellt wird. Yannick, 26, leidet. Komm her, stand dich kurz, komm her. Aber man kann mich sehr lange provozieren und was das angeht, habe ich einen sehr langen Geduldsfaden. Krass, also spielen die Girls oft mit ihm oder wieso hört es sich an? Aber Yannick, jetzt weiß man, wie das ist als Frau. Spaß! Voila, ich schwöre. Ich denke, die letzte Nacht, die ich mit Jelis hatte, war die entscheidende Nacht für mich. Sie hat mir das erste Mal gesagt, wie sehr sie mich mag, wie viel ihr das bedeutet. Deswegen vertraue ich ihr. Ich glaube, sie meint es ernst, ja. Ich glaube auch, sie meint es ernst. Also wenn sie das sagt, sowas mit Gefühlen und mäßig, kannst du glauben.
Kannst du wirklich glauben? Weil was hat sie denn für ein Motiv da, die Boys anzulügen? Mit diesem, ihr habt nur eine Chance, okay, ja gut, habe ich eben schon auch erwähnt, ne? Aber mit den Gefühlen und so, warum sollte sie da lügen? Kann ihr doch eigentlich dann auch egal sein. Also sie hat ja wirklich nichts davon. Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain. Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain. Ja, die sind jetzt auf dem Boot, aber wir gucken in die Villa, weil da passiert weitaus Spannenderes. Was ist los, Schlafmütze? Yannick provoziert mich ja auch die ganze Zeit, ne? Deswegen dachte ich mir heute zum ersten Mal, gehe ich heute mal ein bisschen mehr ran und provoziere mal ein bisschen richtig. Bin ja mal gespannt. War es gestern für dich so wie für mich vorgestern? Bestimmt, ja. Natürlich ist das nicht cool. Was? Natürlich ist das nicht cool. Also verletzend halt. Ich weiß, was du meinst. Bist auf Wolke 7 und auf einmal, boom, bist du wieder ganz unten. Und weißt nicht, was abgeht. Was ernst ist, was nicht ernst ist. Also ich würde mich gar nicht die ganze Zeit fragen, was ernst ist und was nicht ernst ist, sondern wird sie sich für mich entscheiden oder nicht? Reicht es, was wir haben? Oder hat sie vielleicht mit wem anders doch eine viel krassere Connection? Das ist schon Kopfgefickert. Sehr, sehr, sehr schlimm, ja. Aber egal, Bruder. Jetzt ist es eh vorbei für dich. Sei dir mal nicht so sicher. Oh, gestern war gemütlich. Vorgestern auch. Ich find's aber auch geil, wie die so zueinander sind. Weil eigentlich stehen sie jetzt beide auf selbe Mädel, aber können trotzdem noch normal miteinander reden, hier und da ein witziger Spruch, frech, aber auch, es gefällt mir. Hast du eigentlich in einem frisch bezogenen Bett geschlafen? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe in einem frisch bezogenen Bett geschlafen. Wenn du kein Öl gemerkt hast, dann ja. Ja, nee, geil, der kam gut. Haben wir schon. Denkst du, darfst zugucken noch, wenn ich mit dir rausgehe, oder? Meinst du mit Luisa? Hä? Bam! Meinst du, wenn du mit Luisa rausgehst? Denkst du, du stehst noch da und hast die Chance, mich zu sehen, wenn ich mit ihr rauslaufe? Bruder, alles gut, morgen habt ihr euch wieder. Boah, so geil, Yannick. Weitermachen. Bruder, du wirst dich noch wundern, wenn die Tür leer ist. Du hast dich schon so oft mit manchen Moves verraten, ne? Der hat's komplett durchschaut, ne? Du hast dich schon so oft mit manchen Moves verraten. Bruder, was ist, wenn ich Gefühle für sie habe? Stell mir echt vor, ne? Ich finde es so krass. So krass. Und irgendwie habe ich auch mittlerweile so das Gefühl, er hält sich das offen. Wenn sich jedes für irgendwie ihn entscheidet, dann verlässt er Luisa. Und wenn sie sich für Yannick entscheidet, dann bleibt er mit Luisa zusammen. Boah. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Also überleg mal, irgendjemand hat was mit dir, deine Freundin hat. Auf einmal macht der Schluss oder so, wäre auch krank. Bruder, kann ja auf jeden Fall passieren, klar. Ich würde dir das, glaube ich, sogar abkaufen, wenn es so wäre. Ehrlich jetzt. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil ich weiß ja, wie das ist, wenn man mit ihr so alleine ist und so. Das macht schon was mit einem. Das ist krass, ne? Die Art, wie sie küsst, wie sie einen anschaut, wie sie einen streichelt. Wie sie einen anfasst. Wie sie ihn anfasst, meinst du? Boah, die sind hammerhart. Jetzt hört doch mal auf. Freue ich mich auf morgen Abend. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ist halt scheiße, wenn man alleine heimfährt, aber... Ja, ich meine, du kennst es natürlich nicht, aber... Ja, ich werde ja mit dir heimfahren, also... Er ist sich, glaube ich, ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall im Finale ist. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich im Finale stehen werde, ja. Und vor allen Dingen ist er sich ziemlich sicher, dass du eine Freundin hast, die Luisa heißt. Ich find's schön. Ich find's wunderschön. So, und jetzt kommt hier ein Gespräch. Es ist... Ich will es euch nicht vorenthalten. Sie da macht einen letzten Anlauf. Guck mal, ich sage dir, wir sind sehr gute Freunde geworden hier. Ich mag dich sehr, also auch als Menschen. Du bist eine wunderschöne Frau, du hast einen super Charakter. Aber für mich ist das so gerade, dass ich denke, bis jetzt ist jetzt von meiner Seite kein Funken so. Ich schließe es auf gar keinen Fall aus, dass wir... Ich finde es so geil, dass sie halt schon so lacht, ne? Weil sie denkt so, okay, macht der jetzt gerade mit mir Schluss? Also setzt der mich in die Friendzone? Denn ja, dann hat er wohl die letzte Woche nicht so richtig mitbekommen, weil den Step habe ich doch schon längst gemacht. Verarscht doch wen anders so. Es nicht versuchen könnten, ne? Also verstehst du, wie ich das meine? Weil so menschlich ist das halt voll dieselbe Wellenlinie und es könnte sich definitiv mehr entwickeln. Du kannst immer auf mich zählen so, weil das, was wir haben, hat nicht jeder direkt von Anfang an. Ich habe das bei dir von Anfang an gespürt, dass du ehrlich bist. Und ich gehe ja lieber mit jemandem hier auch raus, wo ich wirklich weiß, der hat mich kein Mal angelogen. Ich habe von dir direkt am Anfang angespürt, dass du keine Freundin hast. Also vor allen Dingen nach deinem Kuss, der kam. Da habe ich gedacht, gut, war ich kurz Zeitmaschine zurück, als ich 15 war. Das war echt ein Albtraum. Ja, also der mag mich wirklich, der hat keine Freundin, macht mir nichts vor. Und bei dir weiß ich halt, du hast mir nichts vorgemacht. Ich will auf jeden Fall, dass du die richtige Entscheidung fällst. Und wenn du sagst, so, dass du dir eher sicher sein willst, dann kann ich definitiv dein Plan B werden.
Ich finde das so geil, Alter, dieses Angebot. Das ist doch einfach nur Schock. Giselle. Ich werde immer für dich da sein. Ich meine es ernst. Okay. Egal, wie meine Entscheidung ausfällt. 100%. Ich bin immer für dich da. Ich meine es ernst. Versprochen. Okay? Zida und ich sind zwar Freunde, aber aus einer Freundschaft kann ja auch immer mehr werden. Und es ist ja immer auch schön, wenn man schon weiß, man versteht sich und vertraut sich blind. Da kann man natürlich drauf aufbauen. Absolut. Aber Jelis, jetzt sei mal bitte ehrlich, als ob er eine Chance hat. Das ist doch jetzt, also das ist wirkliches Bullshit-Gelaber hier. Das gefällt mir nicht. Ehrlich sein, ehrlich sein. So, wir gucken zurück in die Villa, weil die Jungs haben Fun ohne Ende. Vor allen Dingen einer, Fabio, gibt da Vollgas. Und mittlerweile habe ich die Vermutung, das liegt an Namen. Ja, die besten Dance-Moves hab natürlich ich drauf. Also erst kommt Michael Jackson, dann komm ich. Ich sehe immer gut aus und der Sex-Appeal ist auch immer auf Maximum. Okay, also, okay, wow. Fandet ihr das sexy? Ich glaube, die eine oder andere ja. Liebe ist Krieg. Man hat Höhen und Tiefen. Und nur wer die Tiefen übersteht, der hat auch eine schöne Höhe und sieht auch viel Sonne und kann darauf aufbauen und einfach harmonisch weiterleben. Zida sagt, was ich denke. Was soll die Scheiße? Dein Gelaber ist absolut zum Kotzen. Nein, ist natürlich süß, ist deep, aber ich finde sie ganz geil zusammengeschnitten. Putain. Er muss jetzt auch zurück in die Villa, weil er kann nicht mehr auf dem Boot. Er ist sehr krank. Ich habe mit Jelis geredet. Ja. Und das Gespräch war so brutal. Hau mal raus. So brutal. Was hast du gesagt, Bruder? Ich habe gesagt, Jelis, ganz ehrlich, so, ich kann dir jetzt sagen, gerade ist das Gefühl, so der Funke ist nicht da. Aber ich fühle mich sehr wohl bei dir. Ich habe so eine Person gefunden, mit der ich gerne befreundet sein möchte und so. Und dann haben wir uns zum Beispiel gesagt, ich bin immer für dich da. So, ich meine das ernst. Die hat das nicht gesagt. So, auch wenn wir jetzt noch Freunde bleiben, so, ich würd dich immer unterstützen. Dann ich guck die an, haben wir uns umarmt. Die mag dich richtig gerne. Aber wir sind halt gute Freunde geworden, ja, das ist das gut Schöne. Oh, ich habe auch gesagt, ich war so, ey, wir können ja gucken, wie sich das entwickelt. So, wenn nicht, ist auf jeden bin Fall ich sehr schön, Bruder. So glücklich und so. Wow, das war ein sehr schönes Gespräch. Hat mich auch sehr berührt. Ich musste mich auch zusammenreißen, dass ich nicht weine und so. Ich meine das ernst. Ich hätte es irgendwie voll schön gefunden, hätte ein bisschen geweint. Ganz ehrlich. Ich würde es ja so raten, dass sie halt auf den Plan B wechselt, auf die sichere Seite, vielleicht einen Freund wählt und dann bei den anderen zwei außerhalb der Show schaut, ob es klappt oder nicht. Hä, aber warum denn, wenn sie doch beide gut findet? Also sie hat zwei Männer, die sie absolut toll findet. Warum sollte sie dann nicht lieber einen von denen wählen? Vor allen Dingen bei der einen weiß sie 100%, der ist Single. So, bei Yannick, ne, da vermutet ja keiner, nicht mal einer der Jungen, der hat eine Freundin. Und dann soll sie aber ihn wählen. Wo ist denn da der Sinn? Ich weiß nicht. So, und jetzt erleben wir Fabio aber nochmal in vollgradigem Action. Die Jungs kriegen hier so eine Kochbox und dürfen kochen. Und er moderiert das Ganze. Das ist Trash-TV Gold. Die schönen Männer hier können nicht nur gut ausschauen, sondern sie können auch gut kochen. Deshalb lassen Sie sich überraschen, halten Sie sich fest, schnallen Sie sich an, denn heute ist die sexy Kochshow dran. Also diese Anmoderation, die hat mir schon so was von gut gefallen. Es wird aber noch besser. Als Moderator in dieser Sendung, ganz kurz nur, Max. Ja. Wie war denn das heute mit dieser Mütze, wo ihr im Swimmingpool wart und Jelis dich verabschiedet hat? War das eher trocken oder war das eher feucht? Ja, wir waren ja... Es wird immer noch besser, glaubt mir. Wir waren ja nicht auf Land, wir waren ja auf Wasser. Mhm. Deswegen würde ich schon sagen, dass das auf jeden Fall feuchtfröhlich war. Also könnte man sagen, da war Zungenkontakt da bei der Verabschiedung? Da war auf jeden Fall Zungenkontakt da, ja. Also da muss ich jetzt erstmal als Moderator auch nochmal durchatmen, weil das war natürlich eine heiße Szene vorher. Ich habe zufälligerweise aus dem Vorhang rausgeschaut, weil zwischendurch moderiere ich nicht nur Kochsendungen, sondern ich mache das Wetter auch. Wie gut ist dieser Witz? Wie kommt das, dass dieses Feld, was sie schon so ausgebaut, sie waren ja mal ganz vorne. Aber dann kam dieser junge Mann, schauen Sie ihn an, mit der Postleitzahl auf dem Bauch. Wie kann das sein, dass dieser Mann an Ihnen vorbeigezogen ist? Oder ist er überhaupt vorbeigezogen? Ist er überhaupt vorbeigezogen? Meiner Meinung nach nicht. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier nach dieser Show, wenn er gewinnen sollte, dass mit seiner aktuellen Partnerin da vielleicht noch Flitterwochen geplant sind. Und dass er halt aus diesem Grunde enorm viel Gas gibt. Der gibt enorm viel Gas, damit er die Kohle hat für die Flitterwochen. Ich denke da irgendwie gar nie dran, dass man dann mehr Gas gibt, wenn man vergeben ist. Aber ja, wahrscheinlich, ne? Weil man will sie unbedingt gewinnen, Nicola. Die Leute haben jetzt da gerade was entdeckt. An einer ihrer Finger beginnt irgendwie ein Tattoo mit dem Namen L.
Was heißt denn das? El Lasagne oder was ist das? Genau, Ludwig? Das Ding ist, wenn ich mit einer Frau sicher bin, dann gehe ich natürlich auch schnell den nächsten Schritt. In dem Fall habe ich mir dann einfach den Namen tätowieren lassen. Hat im Endeffekt leider nicht geklappt. Wie hieß die junge Frau? Luisa. Luisa, ja, ich bin Analphabet, tut mir leid. Ja, ich konnte nur das L entziffern. Luisa, okay. Ich habe diesen Teil der Folge absolut geliebt. Das war wirklich mein Highlight. Fabio, bitte mehr solche Moderationen. Da wurde nochmal die Soße probiert. Fabelhaft. Müssen wir bei denen rauchen? Die haben sie uns gegeben. Das war eskaliert. Janik und ich haben heute noch nicht miteinander gesprochen. Wir sitzen zwar nebeneinander auf dem Sofa und haben uns auch guten Morgen gesagt, aber ja, es ist eine ganz komische Situation. Aber da tut er mir auch leid, ne? Das finde ich irgendwie auch assi. Da verbringt sie wieder die Nacht mit Max und dann wird der nächste von den anderen zwei am darauffolgenden Tag erstmal wieder komplett wegignoriert. Ich freue mich gar nicht auf morgen. Glaube ich dir. Belastet dich bestimmt nur die Entscheidung. Voll. Ich werde schon voll heulen. Du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Und wenn sie nicht auf dich fällt? Dann wäre ich sehr verletzt und sehr traurig. Süß, die zwei, wie die reden. Jetzt wird ein bisschen gekuschelt. Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass du so bist, wie du bist. Wie bin ich denn? Nett. Ja, ich mag dich halt. Ihr habt doch mal gesagt, du bist einer, auf den man reinfällt. Ich weiß, das mochte ich nie. Ich weiß, das mochte ich nie. Och, die sind so süß. Ich finde auch, bei Yannick denkt man erst so ein Fuckboy, ne? Und dann turns out, nein, das ist voll der Liebe. Ich glaube, das ist die Masche, Jungs. Das ist die Masche aus den Fuckboy innen. Super Typ. Dann kriegt ihr die Ladies. Ist kein Problem mehr. Geht doch nicht. Hast du einen Weg? Ich habe meine Meinung geändert. Echt? Ich vertraue auf das, was Jelis und ich haben. Ich vertraue Jelis, dass sie die richtige Entscheidung treffen wird. Und dann werden wir sehen, was passiert. Okay. So, jetzt kommt. Erstmal das Halbfinale. Ich verstehe auch nicht, warum die jetzt nicht alles in ein Finale packen. Weil es ist doch ganz klar, wer da zum Schluss im Finale stehen wird. Aber wir gucken uns das jetzt ein bisschen an. Herzlich willkommen, Jelis, liebe Männer, zum allerletzten Showdown vor dem großen Finale. Die Hälfte von euch werden gleich gehen. Schock. Morgen seid ihr eh alle raus. Unverständlich. Wer geht denn zuerst? Arian. Okay, dann schauen wir mal. Hast du eine Perle oder hast du keine? Wow. Ja, krass. Die gehört zu dem. Das heißt, jetzt ist keiner mehr von denen, die dabei sind, vergeben, weil nur noch Luisa da sitzt. Also ja, klar, Max. Aber sonst von dem Rest. Und das bedeutet auch, Yannick hat auf gar keinen Fall eine Freundin. Schön. So, und jetzt sind auch noch ein paar andere raus. Ich weiß nicht genau. Ihr seht ja jetzt, wer noch drin geblieben ist, okay? Ist doch alles nicht mehr so wichtig. Ich bin mir zu 100% sicher, dass diese Männer Single sind. Sollte einer von diesen Männern vergeben sein, dann stimmt irgendwas ganz gewaltig mit dieser Menschheit nicht. Mit dieser Menschheit? Eigentlich hat es nichts mit der Menschheit zu tun, sondern da stimmt irgendwas ganz gewaltig mit dieser einen Person nicht. Viele Männer haben immer auf Max gezeigt und gesagt, er hat eine Freundin. Weiß nicht, ob mich das beeinflusst in meiner Entscheidung im Finale und ob ich dann auch denke, der könnte eine Freundin haben und deswegen kann ich mich nicht für ihn entscheiden. Wiederum würde ich mich gerne für ihn entscheiden, damit ich ihm auch zeige, hey, ich vertraue dir. Dann ist aber trotzdem immer noch die Angst da, wenn da doch eine steht. Krass. Also sie würde super gerne eigentlich Max nehmen, hat da aber Angst mit einer Freundin. Das klingt ja eigentlich mittlerweile so, als wäre Yannick Plan B. Hau mal ab. So, und jetzt gucken wir nochmal zu Luisa, die mittlerweile auch ja die Bilder gesehen hat von der Nacht mit Max und Jelis. Also wir sind jetzt quasi mittendrin. Er ist mittlerweile so intim mit ihr, wie er es auch mit mir immer war, dass ich halt einmal erstens das Gefühl habe, dass da keine Liebe mehr sein kann für mich und dass er deshalb vielleicht auch Gefühle für Jelis hat mittlerweile. Für mich sieht es schon so aus, als hätte er irgendwelche Gefühle für Jelis aufgebaut. Also es sieht auf jeden Fall danach aus, ja. Ja, total. Ich liebe sie, ne? Sie ist so, die lässt sich auch nicht verarschen. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Ihr werdet wahrscheinlich nicht anders. Aber man könnte ja auch da sitzen und ganz anders reden.
Aber sie sagt so, nee, wahrscheinlich stimmt das schon. Wahrscheinlich hat er hier Vögele, der Arsch. Und die sagt noch nicht mal der Arsch, die hat den noch nicht einmal beleidigt oder sonst was. Sehr gut gemacht, Baby. Das waren die heftigsten Bilder bis jetzt. Man hat gesehen, dass sie ihm einen runtergeholt hat, wenn ich das hier so sagen darf. Es sah auch nach Sex aus. Ich kann es wieder nicht deuten, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall einfach ekelhaft. Und egal, ob Sex war oder nicht, es ist einfach, ey, krank. Ganz egal, wie sehr er seine Frau liebt, so etwas darf kein Mensch mit einem anderen machen. Absolut. Vor allen Dingen hatten die eine ganz klare Vereinbarung, dass dann nicht an den Geschlechtsteilen der anderen Person rumgespielt werden darf. Und das hat er relativ schnell gebrochen. Also ganz ehrlich, welche Regel hat Max eigentlich noch nicht gebrochen? Ich denke, sie hatten keinen Sex, aber hätte jedes da das gewollt, hätte der auch 100% dazu Ja gesagt und es dann damit begründet, das hätte er es nicht gemacht, wäre er damit aufgeflogen, dass er ein vergebener Mann ist. Boah, Junge, Junge, Junge. Was denkst du? Du bist richtig kaputt im Kopf heute, gell? Glaube ich. Wie gesagt, wir sehen uns so oder so wieder. Hoffe ich. Nein? Doch. Ja. Deswegen, egal was heute passiert, wir sehen uns. So oder so, ob ich jetzt noch Luisa habe, das kläre ich und dann... Freie Bahn, Jelis. Versprochen? Versprochen. Und was sagt deine Freundin dazu? Boah, fuck, dieses dumme, miese Arschloch. Der denkt so morgen der hier, Junge. Glaubst du immer noch? Glaubt ihr eigentlich? Ich glaube, das ist einfach so der Einfluss von den anderen gewesen. Weil das wäre zu hart, glaube ich. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ach, mein Gott, ne? Also wäre ich auch Luisa und die beiden bleiben dann wirklich zusammen, ne? Der wird die nie wiedersehen, Jelis. Also nichts gegen Jelis, tolle Frau und so, aber der hat ja schon Gefühle und so, dem würde ich das nicht mehr erlauben. Nee. Ey, Bruder, wenn der Max spielt, Bruder, ne? Bruder, bist du dumm? Ja, Bruder, dann spielt der das zu viel, was der macht. Natürlich. Bruder, ist es gerade dein Ernst? Bruder, der ist schon so weit. Ja, ich find's krass. Also, Fabio sagt jetzt auch noch, die haben angeblich Sex gehabt. Aber dass sie da immer noch glaubt, dass Max keine Freundin hat, ne? Und Yannick auf der anderen Seite so 100% sicher ist, dass der Alte eine Freundin hat. Das finde ich so krass. Und da hat schon so viel gemacht, dass das so respektlos ist. Angeblich hat er mit ihr Sex gehabt. Hä? Angeblich hat er mit ihr Sex gehabt. Nein, die hat den Block schon einen runtergeholt. Ja, glaub ich. Auf jeden Fall ist er gekommen. Das war echt super. Und das sieht Luisa ja auch, ne? Schön. Ganz schön. Das wird richtig schlimm sein, glaubt mir, vertraut mir, Jungs. Das wird richtig schlimm, Mann. Ekelhaft, Mann. Weil ich glaube, die ist langsam verschossen in den. Ja, ja. Bruder, das wird die so. Boah, Junge. Das wird echt richtig schlimm, aber ich muss kurz sagen, wie süß. Guck mal, da liegt der eine bei dem anderen im Arm. Der nächste hat die Beine beim nächsten. Das mag ich so gern. Vor was hast du Angst? Jemanden zu verletzen und ich habe Angst, es zu bereuen. Dass ich mich damit nicht wohlfühle. Bei mir? Nein. Ich sage, das eine ist das Herz, das andere ist der Kopf. Krass, ne? Die hat echt nicht Angst, dass er eine Freundin hat und dann da als die Blöde dasteht, sondern erstmal jemand anders zu verletzen. Vielleicht dann in dem Sinne Max. Oder es halt zu bereuen, wenn sie Yannick nimmt. Ich find's hart. Ich bin gar kein Kopf. Oh Gott, Alter. Bitte hört mir auf, ich kotz gleich. Ja, langsam reicht's wirklich. So. Und jetzt, meine lieben Freunde, schnallt euch an und nicht mehr ab. Das Finale geht jetzt los. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal ich liebe dich in meine Augen sagen kann. Das kann ich mir leider, so sehr ich es mir auch wünschen würde, gerade nicht mehr vorstellen. Ich hasse das, wenn Frauen wegen einem Mann weinen. Boah. Mann. Ich bin aber auch wirklich froh, dass jetzt das Finale ist und dass sie endlich mal erlöst wird, ne? Nicht mal da in dieser Villa sitzt alleine und sich Tag und Nacht kopfig macht über diesen Max. Das ist echt, das muss die Hölle sein. Wir sind kurz vorm Finale und ich weiß immer noch nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ja, langsam solltest du aber mal wissen, du. Geiles Outfit übrigens. Sie willkommen beim großen Finale von Make Love, Fake Love. Wie geht's dir denn gerade? Alles gut? Ich glaube, ich kann nicht reden. Was berührt dich gerade so sehr? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich finde das so krass, ne? Wir können da direkt wieder mitheulen. Die kann jetzt nicht reden. Meine größte Angst ist, dass ich mich für einen Mann entscheide, den in mein Leben hole, er meine Tochter kennenlernt, sie sich an ihn gewöhnt und dann ist er plötzlich weg. Manu, das kann ich total nachvollziehen. Aber du kannst ja erstmal den
dich jetzt entscheiden und dann kann man sich ja draußen nochmal weiter kennenlernen und dann, wenn du dich sicher fühlst, zeigst du ihn deiner Tochter. Das wäre ja auch noch ein Weg. Das ist ja jetzt nicht eine endgültige Entscheidung für immer. Ich würde definitiv sagen, dass es daran liegt, dass ich in der Vergangenheit so viel durchmachen musste und deshalb genau das meine Angst ist, dass ein Mann in mein Leben kommt, wir ihn lieben, meine Tochter ihn liebt und dann ist er weg. Und wie soll ich das meiner Tochter erklären? Oh Gott, ey, es tut mir voll leid, dass sie sagt, sie hat diese Erfahrung auch schon machen müssen. Aber dann weiß ich auch nicht, ob es das richtig ist, dann bei so einem Format mitzumachen, wo es halt wirklich nur darum geht, entweder verarscht zu werden oder nicht. Frauenbruder. So, aber sie hat sich jetzt für den ersten entschieden, der uns heute verlassen wird. Es ist Flavio. Du kannst da auch hingucken. Ich weiß es ja. Hab sie schon so oft gesehen. Ich will eure Gesichter sehen. Wollt ihr mich verarschen? Du hast eine Freundin. Ich erlöse dich und euch alle. Du bist Single. Stark, Junge. Er hat keine. Dann war das wirklich ein Versprecher, den er auf seine Ex-Freundin bezogen hat. Meine Güte. Das heißt, Fabio ist Single, ne? Ran da an die Bulette, Mädels. So, der Nächste ist heute hier und jetzt Sida. Und auch Sida hat mit offenen Karten gespielt. War ehrlich zu dir. Vielen Dank, Sida. Das war uns aber irgendwie klar, oder? So, und jetzt müssen Yannick und Max nochmal eine kleine Rede halten, damit sich Jelis besser entscheiden kann. Ich glaube, du weißt, dass ich von Anfang an 100% ehrlich war. Wir hatten sehr schöne Dates, sehr schöne Nächte, sehr schöne Gespräche. Ich habe direkt gemerkt, dass du dich bei mir zu 100% fallen lassen kannst. Und ich konnte das auch. Ich will dir einfach sagen, dass du mir in den letzten Tagen sehr ans Herz gewachsen bist. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich habe hier nie aufgegeben. Ich wünsche mir nichts mehr, als mit dir rauszugehen. Mann, das ist aber süß. Max könnte jetzt eigentlich sagen, bei mir genau dasselbe, nur on top noch. Ja, wo die Aktion, ne? Jelis, du weißt, wir hatten hier eine richtig, richtig schöne Zeit und ich habe dir vorhin auch versprochen, dass wir uns danach 100% wiedersehen. Das ist brutal provokant. Ich kann dir die Entscheidung nicht abnehmen. Du weißt, ich muss es auf jeden Fall noch zurückholen. So, egal was heute passiert, ich bin ja nicht böse. Der meint mit zurückholen übrigens, er hat ihr einen Ring gegeben. Erst hat er ihn geschenkt, dann hat er gesagt, den hole ich mir aber irgendwann wieder. Das meinte er jetzt gerade mit zurückholen. Und vielleicht sollte ich einmal das machen, was mein Kopf mir sagt. Und vielleicht ist das ja genau das Richtige. Ich empfinde für beide Männer was, für Yannick und für Max. Wenn ich an das Wohl meiner Tochter und mir selber auch denke, dann ist es ganz klar Yannick. Wenn ich aber mein Gefühl entscheiden lasse und egoistisch bin, dann ist es Max. Aber das ist so krass und es tut mir auch irgendwie jetzt für Yannick so leid, wenn sie ihn nimmt und dann ist es so, eigentlich wollte ich ja Max, aber dann habe ich dich genommen, weil du bist meine Vernunftsentscheidung. Aber ich glaube zum Beispiel, das, was mit Max und dir ist, diese Leidenschaft und so, das ist ja auch etwas, was verfliegt. Und wenn man wirklich langfristig denkt, da macht es natürlich viel mehr Sinn, sich für eine Person wie Yannick zu entscheiden, ne? Ja, ihr Süßen, jetzt passt mal auf, jetzt kommt's. Für wen entscheidet sich Jelis? Was Jelis und ich hatten, das kann nicht nur einfach so gewesen sein. Dafür war es viel zu intim. Ich bin hier, um zu gewinnen. Ich bin hier mit meiner Freundin. Und ich hatte in keinem Fall vor, natürlich, ihre Gefühle zu verletzen. So wirklich, wie weit gehst du wirklich? Alter, Max, 25, Sternzeichen, Herzensbrecher. Ist falsch. Sternzeichen, Hund. Aber nichts gegen Hunde, ich meine den Hund mit O. Außerdem, was labert der hier schon wieder für eine dumme Scheiße? Yannick? Okay. Oh Gott. Sag ich mal so. Sehr gut. Entschieden. Stell mal vor, die hätte Max genommen. Das wäre so Horror gewesen. Horror, Horror, Horror. Das heißt, Yannick, du bist der Gewinner. Du bist der Mann, den Jelis sich wünscht. Und Max denkt so, scheiße, Junge, alles umsonst. Ich habe die 50k jetzt nicht mal einheimsen können. Na, super. Na super. Der dachte bestimmt auch, wenn er die 50k kriegt, ne, dann wird doch Luisa bei ihm bleiben, weil es geht hier ums Geld, hallo? Mit 25k kriege ich die Alte schon stillschweigend. Bevor wir jetzt aber gleich verkünden, ob du auch der Mann bist, der Single ist, oder ob du vergeben bist, kommen wir zu dir, Max. Alles gut. Alles gut? Okay, ich glaube nicht, aber red ruhig weiter. Max, du bist der Zweitplatzierte und wir wollen jetzt natürlich wissen, wie dein Beziehungsstatus ist. Also ich habe keine Angst, dass sich bei mir was entwickelt hat. Wie gesagt, ich bin ja als Vergebener reingegangen und ich werde auch als Vergebener rausgehen. Der hat doch zwischenzeitlich im Interview gesessen und gesagt, da sind Gefühle entstanden. Jetzt sitzt er da, ich bin sicher, es hat sich nichts entwickelt. Jetzt habe ich keine Ahnung mehr.
Wir gucken, bist du Single oder bist du vergeben? Boah, dieser Moment, nämlich schlottern die Knie. Ich habe natürlich auch Angst, enttäuscht zu werden, weil das würde mir halt auch einfach irgendwie zeigen, dass mir nur was vorgespielt wurde, wovon ich geglaubt habe, dass es echt ist. Ja gut, aber Jelis, das war die ganze Show, das Spiel, das Game. Darauf hast du dich eingelassen, sorry. So, und jetzt aber... Herzlich willkommen, Luisa. Hi. Bam, Junge. Erstmal den Jelis-Move. Quatsch. Der war scheiße, der Move. Aber verdient hätte er es. Natürlich keine Gewalt. Aber das, was da gerade passiert ist, hat er auch verdient. Ich habe mich ein bisschen gefragt die ganze Zeit, wie es dir geht. Bin durch die Hölle gegangen die letzten Tage auf jeden Fall, ja. Glaube ich. Wie weit Max jetzt auch zurückgetreten? Das habt ihr gesehen? Der steht da hinten schon an der Säule. Jelis, was sagst du dazu? Du hast gedacht, alle wären hier Single, die hier stehen. Ich dachte, kein Mann geht so weit, wenn man eine Freundin hat. Also wie kann man seiner Freundin sowas antun? Für 50.000 Euro. Naja, ist so. Brauchst du jetzt auch nicht machen. Ja, es ist das Spiel und sowas alles, aber er ist wirklich so weit gegangen für 50.000 Euro, um da zu gewinnen, ne? Er hätte niemals so weit gehen müssen. Ich glaube, das würde niemand denken, dass die Person, die man am meisten liebt und wo man auch denkt, dass sie dich am meisten liebt, dass die zu sowas fähig ist, dir sowas anzutun, das mit sowas rechnet man, glaube ich, nie. Ich bin der Alex Petrovic. Ja, aber dann mach bitte bei so einem Format nicht mit als Pärchen. There's a lesson I have learned. If you play with fire, you get burned. Ich weiß, diesen Spruch, den bringe ich ständig, aber da steckt doch so viel Wahres drin und das beweist es mal wieder. Tut mir auch leid für dich. Alles gut, für dich tut's mir leid. Oh Gott, sind die süß doch zueinander. Ich liebe das. Max, war's das wert? Also ja. Schauen wir mal mein Instagram, wie das jetzt explodiert ist. Hat sich gelohnt. Was will ich damit? 50.000 Euro habe ich verdient in einem Monat mit Kooperation. Wie ehrlich warst du mit Jelis, Max? Das, glaube ich, weiß sie auf jeden Fall. Nein? Also gar nicht. Und hast du an Luisa gedacht? Auf jeden Fall. Warst du zerrissen? Ab und zu. Das wusste jeder von Anfang an, auf was er sich eingelassen hat. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand sauer auf mich sein wird. Ach, ich bereue gar nichts. Das finde ich krass. Das finde ich krass. Natürlich wird Luisa sauer auf dich sein, weil du die Regeln komplett überschritten hast und Grenzen. Also nö, glaube ich nicht, dass sie sauer ist. In was für einer Welt lebt er? Wie willst du jetzt weitermachen? Das sehen wir dann. Da hat Luisa auf jeden Fall ein großes Wort mitzusprechen, natürlich. Ja. Ich bin gespannt, ne? Meint ihr, die kommen nochmal zusammen? Es gibt kein Wiedersehen, soweit ich weiß. Ich glaube, dass es von außen hin viele nicht verstehen werden, dass ich trotzdem noch Hoffnung habe, dass wir wieder zueinander finden und unsere Beziehung weiterführen können. Aber ich hoffe einfach, dass er Einsicht zeigt und wirklich versucht, mit allem, was er kann, das Ganze irgendwie wieder gut zu machen. Aber wie will man sowas wieder gut machen? Also, ne? Gibt's bestimmt einen Weg, aber ich wüsste jetzt keinen. Hattest du denn echte Gefühle für beide Frauen? Ja. Du hast dich verliebt? Digga! Kommt er noch mit so einer Bombe um die Ecke und lässt die platzen? Boah. Und da ist er doch eben und hat gesagt, er hat keine Gefühle. Mann! Vielleicht will er sich immer noch die Türen aufhalten, ne, mit Jelis. Vielleicht ja dann doch. Weil den Ring, den hole ich mir noch ab und dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Jelis, wie geht's dir, wenn du das hörst? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es hat sich auch echt angefühlt. Aber ja, keine Ahnung. Luisa, ich glaube, ihr habt auf jeden Fall Klärungsbedarf. Wenn er sagt, er hatte Gefühle für beide, dann hat sich das ja geklärt. Okay, dann macht sie Schluss, oder was? Und dann einfach noch Yannick nebendran, ne? Der Arme, tut mir auch ein bisschen leid, dass er jetzt in diesem Szenario gefangen ist. Ich meine, das würdest du dir ja viel lieber vom Sofa reinziehen. Ich werde auf jeden Fall bei meiner Freundin bleiben, egal was kommt. Wie gesagt, ich habe Jelis schon gesagt, wir treffen uns danach und reden ein bisschen. That's it. Ich glaube nicht, dass du das noch darfst, aber wisst ihr was? Das war wirklich meine absolute Lieblingsbauchbinde. Max, moralisch sehr gelenkig. Und, that's it. Es war ein krasses Experiment, auf das ihr euch eingelassen habt. Vielen Dank euch beide. Dankeschön. Ey, das war wirklich krass. Ne? Das hätte doch keine Sau gerechnet damit, dass diese Sendung in so eine Richtung geht, oder? Das finde ich hammerhart. Und irgendwie, man denkt so, Luisa ist halt voll die Verliererin, geht als Verliererin aus der ganzen Sache raus, aber ich sehe die als Gewinnerin. Die hat so
naja, so viel Stärke bewiesen, war so eine tolle Frau da. Und ich hoffe einfach, dass gerade ihr die Reichweite jetzt bei diesem Format echt was bringt, dass sie, weiß ich, damit was anstellt, was sie gerne möchte und überhaupt, ne? Das wünsche ich mir für der Lee hat wirklich nur das Beste verdient. Und dass sie nicht mehr mit Max zusammenkommt, das finde ich schön. Man soll die machen, aber lieber nicht. Janik, enttäusch mich nicht. Ach ja, da geht jetzt auch noch die Spiegeltür auf. Ja gut, wir wissen ja schon, was da rauskommt. Nix. Sonst kommt die zweite Ohrfeige im Fernsehen, das will ich nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Das will ich auch nicht, aber wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Was so süß wäre, dann geht die Tür auf und dann kommt vielleicht ein Bauzier rausgelaufen. Und dann so, ja, der gehört zu mir und den müsst du akzeptieren. Und dann sind sie sowieso schon eine kleine Familie. Und das wäre doch das Allerschönste. Das ist irre. Und damit hast du alles richtig gemacht, Jelis. Janik ist Single und ihr dürft jetzt zueinander, wenn ihr möchtet. Ihr dürft euch jetzt küssen. Und wann kommt der Heiratsantrag? Wann kommt der Klunker? Herzlichen Glückwunsch. Ich will ihre Familie kennenlernen. Ich bin absolut bereit dafür, erstmal hin und her zu pendeln. Und wenn wir merken, dass es klappt, dann würde ich auf jeden Fall auch dahin ziehen. Und ja, dann hoffe ich einfach, dass wir glücklich zusammenleben und dass da auf jeden Fall mehr draus wird. Und das war's. Und das finde ich irgendwie toll, weil ich glaube, für eine Frau wie Jelis mit Kind, ja, mit Verantwortung im Leben und so, ist ein Mann wie Janik goldrichtig. Und ich wünsche den beiden wirklich nur das Beste und freue mich voll für die. Also es freut mich wirklich. Und ich hoffe einfach, dass auch Janik jetzt, naja, ich sag mal, drüberstehen konnte, was alles so war mit Jelis und Max und so. Auch wenn die Ausstrahlung kommt, dass das kein Trennungsgrund wird. Und dass die beiden einfach weiterhin happy bleiben, das wünsche ich mir. Ja, aber auch da hätte ich mir ein Wiedersehen gewünscht, ne? Also ein offizielles. Warum gibt's das nicht? Naja, ihr Süßen, das war's dann heute mit Make Love, Fake Love. Ich habe es jetzt extra nochmal abgelesen, dass ich es jetzt hier nicht nochmal falsch sage, weil langsam wird's peinlich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, haut rein. Peace. Wirklich wunderschön, aber auch eine Kopfwickerei für die Seele.